Ja, jetzt wird's ernst, Olli. Okay. Du weißt, ich hab's schon getan. Ich weiß. Ich bin vom Zehner gesprungen und zwar mit dem Kopf zuerst, mein Freund. Das ist aber schon lange, lange her und wenn, dann musst du es heute auch nochmal machen. Das kommt drauf an. Du zuerst, dann vielleicht nicht. Du zuerst. Nein. Jungs, wir diskutieren das oben auf. Wir gehen raus auf den Zehner, oder? Dabei? Lass uns drauf gehen. Ich versuche zu vermitteln. Kopfsprung vom Zehner. Jeder, der dabei ist, ist das zutraut. Kopfsprung vom Zehner. Wer ist dabei? Kopfsprung vom Zehner. Wer ist dabei? Kommt mit drauf auf den Zehner. Okay. Mitkommen. Es ist die große, es ist die exklusive Mutprobe am Ende dieser fantastischen Veranstaltung. Absolut. Und meine Damen und Herren, danach vielleicht gleich noch Rente Pocher. Rente Pocher. Und am Samstag die 100 nervigsten Deutschen. Auch das. 20.15 Uhr. Auch schön. Ist das hier schon? So. Das ist ja doch ganz schön hoch. Meine Fresse, ist das hoch. Ja. Hallo. So. Okay. Ich sag mal so, ich guck mir das erstmal an. Hier sind wir also, meine Damen und Herren, auf dem Ziel. Oh, doch, ich guck mal. Wer sind denn wir so, drei? Jetzt sag ich da noch was, noch meine Klöp, Damen und Herren. Vielleicht zeige ich Ihnen gerade noch mal, damit Sie wissen, dass ich Ihnen nichts mehr beweisen muss, wie ich vor einiger Zeit vom Zehner gesprungen bin. Und zwar Kopf vorwärts. Haben wir die Bilder vorliegen? Können wir es gerade mal? Ja. So sieht's aus. Sie wissen, ich kann es und ich weiß, wie es geht, Olli. Ja. Und nur Maul aufreißen? Nee, das ist doof. Das mögen die Leute auf die Dauer nicht. Geil, O2 can do. Krieg ich auch ein Handy, wenn ich da unten aufschlage? So, Olli, du bist der... Okay. Olli, du bist der Erste. Wie sieht's aus? Kopfsprung. Kopfsprung. Lass es lieber hier, Olli. Wir dürfen gespannt sein, ob Olli tatsächlich auch seiner großen Klappe sich würdig erweist und tatsächlich mit dem Kopf voran ins harte Wasser eintaucht. Olli, ich muss sagen, also wir können auch mal einen Trikottausch machen. Das sieht heiß aus. Du bist ja so lullimäßig von hier vorne abgesprungen. Jetzt schauen wir mal. Ich bin eher so, ich orientiere mich ein bisschen mehr an der Cliff-Werbung. Olli denkt dran, das ist gefährlich. Und er macht nur einen Fußsprung. Nein, nein. Olli mit einem Fußsprung, kein Körper. Was sagt Stefan dazu? Der hat es ja, muss man auch sagen, ja, Simon mit einer Blasenanlage gemacht, damals in Aachen. Ist allerdings an der Blase vorbeigesprungen. Das nennt man dann auch eine Blasenschwäche. Felix Sturm, meine Damen und Herren. Hey. Und der Claude steht hier noch. Claude Oliver Rudolf. Claude Oliver, wie sieht's aus? Sieht sehr gut aus. Ja, okay. Lass jucken, Kumpel. Olli, das war nur Fuß. Bist normal. Bist normal. Olli, das war nur ein Fußsprung. Habe ich wohl das Maul zu weit aufgerissen? Ja, das glaube ich auch. Ich würde dir aber noch eine Chance geben. Wenn du nicht willst, dass ab morgen dich alle Weichei-Olli schimpfen. Ich hätte da eine gute Idee für T-Shirts, meine Damen und Herren. Traut er sich oder traut er sich nicht? Oliver Pocher springt und macht ihn. Oliver Pocher macht den Sprung vom 10 Meter, so wie vorher schon Simon, so wie vorher Felix Sturm. Und was macht jetzt Stefan Raab ohne die Blasenanlage, die ja einen harten Aufsprung doch ein bisschen weicher macht?
Ja, meine Damen und Herren, ich möchte die Möglichkeit nutzen. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte die Möglichkeit nutzen von hier oben, mich wirklich für diesen tollen Abend zu bedanken bei allen Teilnehmenden, die sich Mühe gemacht haben, die trainiert haben. Moment! Halt! Ich mache ja noch den Salto. Ja? Aber allen, die teilgenommen haben, möchte ich mich bedanken, die Mut bewiesen haben. Das ist nicht einfach und mit vielen Schmerzen verbunden. Vielleicht nochmal einen Applaus für alle Teilnehmer des heutigen Abends. Dann möchte ich mich bedanken bei allen Trainern, bei allen Bundesleistungszentren, bei unserem Wettkampfleiter, dass sie uns so hervorragend trainiert haben, beim ganzen TV-Total-Team. Ich bedanke mich bei Ingolf, ich bedanke mich bei Olli und bei Sonja Kraus und vor allen Dingen bedanke ich mich beim Münchner Publikum. Vielen Dank, dass Sie so ein tolles Publikum waren. Und meine Damen und Herren, jetzt sage ich Ihnen Tschüss, vielleicht für immer. Machen Sie es gut. Synchronspringen etwa? Synchronspringen vom 10-Meter-Turm. Oliver Pocher und Stefan Raab. Der Mutsprung gelungen von beiden. Olli hat einen gemacht als Fußsprung. Sicherheitshalber, um sich an die Höhe zu gewöhnen. Und jetzt also beide sogar. Das war's, meine Damen und Herren. Das war das große TV-Total-Turmspringen. Danke, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke, tschüss, servus und auf Wiedersehen.